Generationenhundro geschafft an der 15. November 1991 wird der Crémant de Luxembourg präsentiert. Viel Wasser aus Evatioren muss er aufgeflossen. A viel Crémant. Ob als erfrischenden Aperitif oder als Begleiter von gutem Kost. Sein romantischer Charakter überzeugt am In- und Ausland. Nummer 1 bei Allfeierlichkeit. Happy Birthday, Crémant de Luxembourg.